Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ni no Kuni und der Fluch der Weißen Königin. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen die Weltkarte angesehen. Gut, hier sieht man jetzt nicht so viel, sind ein bisschen in die Gegend abgeflogen und haben die drei Orte der magischen Steine gefunden. Und ich bin außerdem auch ein bisschen alles abgeflogen und ich kann mir auch sogar schon vorstellen, wo wir eventuell auf Shadad treffen können, aber das dauert noch ein bisschen und wir werden uns heute um die triefende Tiefe kümmern. Wir waren zwar in der letzten Folge schon drinnen, allerdings habe ich das nicht gespeichert. Also ziehen wir den ganzen Anfang nochmal. Die gruselige Gruft des Korra-Königs und ich gehe mal davon aus, dass wir hier gegen einen Korra kämpfen dürfen. Ah, wo sind wir denn diesmal gelandet? Ich war schon in Gefängnissen, die gemütlicher aussahen. Noch eine feuchte alte Ruine, oder? Verdammt, meine Laterne wird doch total modrig, voll verschimmelt, ehrlich. Kann eine Laterne wirklich Schimmel ansetzen? Weißt du, das ist jetzt gar nicht so wichtig. Da hast du recht, Oliboy. Sieht aus, als hätten wir den Platz gefunden, den wir gesucht haben. Der magische Stein sollte hier irgendwo rumschwirren. Um nur kurz vorwegzunehmen, ich glaube, es interessiert sowieso keinen, aber ich erzähle es trotzdem. Wenn ich mich jetzt wirklich so oft verlese, liegt es daran, dass meine linke Kontaktlinse schlechter ist als die rechte und ich schlechter sehe. Also ich sehe links ein bisschen schlechter als rechts, wobei es eigentlich sowieso egal ist. Also ich sehe verschwommen. Und ich habe sogar versucht, mit meiner Brille aufzunehmen, es funktioniert nicht. Ich krieg von meiner Brille Kopfschmerzen, also muss ich jetzt mit schlechteren Kontaktlinsen. Und ich kann nicht zum Optiker gehen, weil alles geschlossen hat. Ende der Story. So, was ist das hier eigentlich, weil das so lustig leuchtet? Ich wollte nicht mit dir reden. Was ist das hier? Keine Ahnung, okay. Na gut, dann wagen wir uns mal in die Tiefen. Ich habe schon über eine Woche oder sowas nicht aufgenommen. Ich glaube, ich habe auf Screen ein bisschen was gemacht, aber ich bin mir nicht sicher. Kannst du dich eigentlich... Warte, ich... bin confused. Kannst du irgendwas Neues? Ich glaube, du möchtest den Häcksler lernen. Okay, dann lernst du dann. Ah, gut, du kannst dich evolutionieren. Du bist schon auf der Höchst. Oh, du kannst auch schon, aber du musst noch die heiße Luft lernen. Du bist der Bananenkrieger. Der braucht noch ein bisschen, um sich zu evolutionieren. Und du bist auch schon auf der höchsten Stufe, wenn ich das richtig weiß. Und du kannst dich noch... Okay, dich könnten wir rein theoretisch auf die nächste Stufe bringen. Dich? Ups, sorry, ich wollte dir nicht deine Waffe wegnehmen. Du auch? Warum evolutioniere ich den eigentlich nicht? Das verstehe ich nicht. Oder habe ich für den nichts? Oder habe ich das einfach nur verdrängt? Das kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht, was der braucht. Ah, du brauchst einen Sterntropfen. Okay. Du kannst zu Pluspol werden oder zu dem. Ich bin da doof, dass ich nicht sehe, was er lernt. Du bist im Wasser und du bist. Ich nehme diesen hässlichen. Das sind beide hässliche eigentlich, aber nehmen wir den. Das sieht irgendwie creepy aus. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie der andere heißt, aber egal. Es sieht echt creepy aus. Na gut, dann gehen wir weiter. So. Okay, jetzt sind wir in der Höhle des Lügen. Ich kann nicht weitergehen. Hallo? Ich kann mich einfach nicht mit dem Ort hier anfreunden, wer doch bloß ein bisschen weniger gruselig wäre. Das hier zum Beispiel, eine Schlangenstatue. Wer zum Teufel stellt sich denn sowas zur Zierde hin? Doch wohl nur ein Spinner, jawohl. Warte, heißt das, dass du Angst vor Schlangen hast, Sven? Na, natürlich nicht. Und was geht dich das überhaupt an? Warum kannst du nicht... Hey, habt ihr das gerade gesehen? Ja. Wie? Die Augen der Statue haben gerade aufgeleuchtet. Ah, ich verstehe. Du versuchst, Witze zu machen. Tja, das passt nicht zu dir, Oliver. Wie? Bitte sind wir jetzt Frösche.
Quack. Quack, quack. Tröpfchen hat einfach deine Lampe trotzdem noch um die Nase rum. Was verdammt nochmal ist denn jetzt los? Haben wir uns in Frösche verwandelt? Nein. Quack, 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 quack. Das ist ein Verfluch. Was sollen wir jetzt machen? Mani, so ein Aufstand, Mann. Ist ja doch nicht so, als ob wir geschrumpft wären oder so. Ich hatte kleiner geworden, Tröpfchen. Das gilt aber nur für dich. Also, wie verwandeln wir uns wieder zurück? Quack, quack. Was ist das? Hi. Regenbogenfrosch, okay. Oh, der Frosch ist aber farbenfroh. Kann sie irgendwer bitte nehmen und einfach irgendwo aussetzen? Quack, quack. Warte, wo hoppst du denn hin? Ist der Frosch auch von der Statue verflucht worden? Meinst du, der ist in Wirklichkeit ein Mensch? Jemand, der vor uns hier war? Vielleicht weiß er was über diesen Ort hier. Hinterher! Mein Gott, jetzt spiele ich als Frosch. Okay. Warte, Olli. Was, wenn unser Monster angreift? So können wir uns doch nicht verwehren, Mann. Tja, vermutlich. Aber wir müssen dem regenbogenfarbenen Frosch hier hinterher tröpfchen. Warte einen Moment. Wir sind vielleicht Frösche, aber deine Vertrauten können immer noch okay sein. Sieh doch mal nach, ja? Meine Güte, du hast recht, sie haben sich nicht verändert. Sehr interessant. Der Fluch scheint sich nur auf Menschen auszuwirken. Und Feen natürlich. Ich wollte gerade sagen, du bist kein Mensch, Tröpfchen. Tja, wir sollten uns glücklich schätzen, was? Zumindest haben wir deine Vertrauten als Schutz, wenn eine Monster gerade nach Frosch zumute ist. Ja, ich schätze, du hast recht. Nach Frosch zumute ist. Quack, 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 quack. Quack, quack. Okay. Quack, quack, quack. Okay, ich hoffe damit. Wo ist denn der Frosch hin? Ich weiche den Gegner dabei sehr gut aus. Ich würde mich ja schon gerne umsehen. Warum muss ich ihn jetzt dem Frosch hin? Wo ist dieser Frosch jetzt? Hä, wo ist dieser Frosch? Ah, hier hinten. Wo ist denn der Frosch jetzt hingehopst? Wo ist der Frosch hin? Hä? Ich will nichts sagen, aber da liegt eine Truhe am Boden. Ja, wo ist denn der Frosch jetzt hin? Hier vielleicht? Nee. Hä, wo ist denn der jetzt hingehopst? Ich habe das total nicht mitgekriegt. Hä? Ich muss jetzt den ganzen... Wie kloppt ist das denn? Hm. Ich bin sicher, dass der Frosch hier lang ist. Oh, da ist er. Warte bitte. Quack. Quack, quack. Frosch sagt nö. Kommt schon, Leute. Wir müssen ihm nach. Er hat recht. Lass mir nicht entkommen. Sven schießt schon ein Stück Asch gefüllt. Wo ist er jetzt hin? Doch, denn er ist darauf. Er ist darauf gehopst. Ah, okay, okay. Der Stern ist der Frosch jetzt. Guck, da ist eine Kiste. Oh. Hurra, wir sind wieder normal. Puh, der Neuheitseffekt des Froschdaseins nutzt sich ziemlich schnell ab, oder? Ich weiß, um diese grauenhafte Froschsprache war sowas von anstrengend. Du hast doch nur Quack Quack gesagt. So ein Quack, Mann. Ich meine, richtig. Sieht aus, als ob Tröpfchen lieber Frosch geblieben wäre. Wie auch immer. Wir sollten uns wieder auf die Suche nach dem Stein machen. Warte, was ist, wenn... Ich denke, dass der Regenbogenfrosch absichtlich hergeführt hat.
Warum ist er da? Warum ist er dann nicht wie wir wieder zu einem Menschen geworden? Vielleicht war er schon immer ein Frosch. Ich weiß nicht, aber seltsam ist er schon. Du bist seltsam. Dem laufen wir sicher bald wieder über den Weg. Also fangen wir an, um uns nach dem Stein umzusehen. Klar, schauen wir uns in den Ruinen um. So. Ein Tässchen Cappuccino. So. Gut. Ich muss da oben lang, aber ich möchte mich jetzt hier ein bisschen umgucken und wenn es möglich ist, ein bisschen zu kämpfen und meine Kontakte hier zu sehen. Ein Knallamander und ein Trofo, was? Toxopororus. Okay. Katzen, Lumbo, Schlangen. So viel Schlangen. Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen zu stark bin. Oder es. Ich bin auch vergiftet. Geht die Vergiftung danach wieder weg, oder? Ich bin gerade ein bisschen. Sternkristall und Karamell. Ich hasse Karamell. Die Vergiftung scheint wieder weg zu sein. Hallo? Jetzt bin ich hier. Ich kann durchs Wasser. La. Ah, so kam ich da wieder hin. Ich verstehe. Aber ich frage mich, wie ich an diese eine Kiste dran kommen sollte, die da unten am Boden rumgekugelt ist. Bist du irgendwie gekommen, mir die Gegner ein bisschen bekannt vor? Kann es sein, dass die in der Katalysation auch war? Also, au. Okay, ich finde das nicht cool, wenn zwei Leute auf einen einbringen, ja? Ich finde das nicht toll. Ich nehme nächstes Mal wieder die Katze, weil die Katze hält am meisten aus oder mehr aus, irgendwie habe ich das Gefühl. Im Gegensatz zu irgendwas widerlich. Starker Kaffee. Ich hätte doch lieber einen besseren Getränk auf die falsche Taste gedrückt. Jetzt wird die ganze Zeit auf Kreis gedrückt. So, so kann ich hier nochmal rüber. Aber ich werde hier sicher wieder, wenn ich da jetzt zu dem vorgehe, zu einem Frosch. Hundertprozentig. Deswegen gehen wir jetzt den ganzen Weg, den wir als Frosch herumgesprungen sind, nochmal zurück, um eventuell Kisten zu finden, die wir vorher nicht hatten. Ich meine, ich glaube, ich komme hier nicht so weit, weil hier Wasser war und ich nicht schwimmen kann. Aber ich denke mal, das wird das wenigste Problem sein. Oh, ein mega lieb. Wer hat denn das gesagt jetzt? Was ist Sven? So, weg mit der Nappa. Weg. Mit dem Megalied. Oh, was ist jetzt? Ich vergib das Laden. Ich schlage doch hier relativ gut. Ich habe mir vorgestellt, dass wir noch mehr Probleme haben. Vor allem, weil ich ja über eine bis zwei Wochen nicht mal Ni no Kuni gespielt habe. Die wichtige Glocke. Kriegsschrei. So, warte mal. Da ist nichts. Und wir sind ja. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen mal in. Da liegt mir jetzt rum. I need magic im Schloss. Eine Knochenpastete. Nicht so gemeint. Gut, dann möchte ich mal hier spazieren, weil hier. Okay. Ich darf nicht zaubern. Super. Er hat Angst vor mir. Das ist wenigstens etwas. Elixier des Weisen. Und wie lang ist jetzt dieser? Okay. Okay, ich kann nicht mehr zaubern.
Aber ich glaube nicht, dass ich das Zaubern so brauche. Weil wir haben unseren Kiddiker. Wir machen erstmal den Opus Bokuroboroboros. Greif erstmal die Nacha an. Ja, genau. Und dann töten wir alle den. Ich hole mir vorher. Danke. Wieso kann sie eigentlich das einsetzen? Ich dachte, wir haben eine Zauberblockade. Wieso ist auch immer Sven da? Ach, ich hab keine Ahnung. Aber wir haben einen Steintropfen gekriegt und hat den letzten Trick gelernt. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Dann nehmen wir den Trickschreiber. Genau. Hier. Gut. Ich weiß zwar nicht, ob das gerade der beste Zeitpunkt ist, aber. Ich hätte ihn gerne. Weil er mir vom Aussehen her besser gefällt als der andere. Das hört sich seltsam an. In einen Wanderwicht. Mhm. Na gut. Muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder in so eine Zauberfalle reinlatsche. Aber hier scheint das keiner mehr zu gehen. Da hinten ist noch ein Raum. Hast du Angst vor mir? Kann ich nicht vorbeigehen? Ich kann an dir nicht vorbeigehen, weil du anscheinend so einen fitten Sprite hast. Dass ich nicht dran vorbeigehen kann. Wow. Ich freue mich schon, wenn Dragon. Wieder eine Stufe hier. Ich mach dem 40 Damage. Ich kann sagen, mach ihm nur 2 Damage, das wäre echt witzig. Ich mach ihm relativ viel Damage, muss ich schon sagen. Das geht ja eigentlich voll. Aber ich finde, dass das unsere Dachlein ganz schön viel Erfahrungspunkte braucht. Das ist das Einzige, was mich jetzt sozusagen an ihm stört. Gut, dann gehen wir hier lang. Vorher werde ich aber meine Leutchen noch ein bisschen heilen. So. So. Die Frage ist, komme ich hier eigentlich weiter? Aber ich schätze schon, weil hier doch solche Steinchen sind. Kann ich hier so. Nicht so drüber schweben. Nein, Spiel sagt nein. Okay. Medium. Zeitsprung. Alte Pracht. Wachstumsschub. Okay, hier kann ich nichts machen. Das ist mir zu tief, Mann. Du fliegst doch eh. Okay, dann kann ich hier nicht lang. Okay, ich hoffe, ich habe mir das jetzt hier nicht verbaut, nur weil ich kein Frosch mehr bin. Wenn nicht doch, aber ich schätze mal schon, dass man wieder zum Frosch werden könnte, rein theoretisch. Gut, dann schwimmen wir hier zurück. Und wir gehen einmal über diese Richtung. Du schaust irgendwie sehr interessant aus. Nein, 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 ich drehe mich lieber um. Kobra-Königin, ach du Heilige. Nein. Was hat er gerade gesagt? Das klingt nicht so toll, dass alle auf mich gehen. Könnt ihr den anderen bitte in Schach halten? Ich mache die Königin fertig. Dann mache ich den Knallermander fertig. Knallermander. Weil Salamander. Das ist schlecht. Sorry, das war schlecht. Das war wirklich schlecht. I'm so sorry. Gut. Ah. Olli ist Stufe ab. Er hat doch gerade erst Kriegsschrei vergessen, meine Güte. Nein, ich will Kriegsschrei nicht. Nein. Wahrscheinlich war es das gerade der größte Fehler, den ich je begangen habe. Aber hey. So, geht's hier rauf? Oder schweben wir eher rauf?
Ich will eine Cobra kennengelernt. Ja, jetzt hab ich dich erwischt. Es sind sogar zwei, na super. Und wieder unsere Katze, weil... Ach, ich weiß, warum Felix mehr Damage gemacht hat als Sammy, weil Sammy ja noch eine Stufe drunter war, im Gegensatz zu... Oh, wait, wait! Ich weiß, du bist halb tot, aber bezieht die Königin. Dankeschön. So, Olli. Olli, tust du bitte auf Esther zaubern. Und du setzt wieder unseren Kater an und... Sind dann Versteiner? Okay. Habe ich was gegen Versteiner? Steinweicher. Guck mal, hier bitte. Oh, das ist mir jetzt herzlich. Egal, wir müssen die Königin besiegen. So. Sven kriegt schon so Erfahrungspunkte, das ist das wenigste Problem. Ich denke zumindest, dass er Erfahrungspunkte kriegt. Ich hoffe zumindest, dass er welche gekriegt hat. So. Cleo. Kobratze. Kobran. Cobra Mane. Apophis. So. Swain. Bitte schön. Oh, ah, da vorne sollte ich nicht hingehen, weil da wahrscheinlich den Effekt ablege, aber. Dankeschön. So. Gut, ich habe das Gefühl, dass wir hier noch gar nichts erreicht haben. Absolut gar nichts. Außer, dass wir wieder kein Frosch sind. Oh, hier ist offen. Warum ist hier offen? Das war vorher noch nicht offen. Siehst du mich nicht? Ich habe ihn gesehen. So. Das ist der Frosch. Den Frosch lasse ich mal der Frosch sein, aber ich möchte mich mal hier umgucken. Bei dem Wasser war ja eigentlich eine Schatztruhe. Ich weiß nicht, wie ich an diese Schatztruhe komme. Das ist das, was mich gerade so ärgert. Aber wahrscheinlich muss ich... Ja, gut. Das ist nur zu tief. Okay. Und dann bleibt uns keine andere Wahl, dass wir jetzt weitermachen. Nach 20 Minuten Absuche. So, was möchtest du? Ich wette, da ist die Cobra-Kacke drin. Ich sollte mit dir reden, ne? Naturnähe. Dann sprich. Helft ihm, bitte! Helft ihm, ihr wem denn? Die Tür ist fest verschlossen. Okay. Gut. Dann gehen wir da runter. Ich weiß zwar nicht, wem wir helfen. Oh, das ist dunkel. Wem wir helfen sollten. Oh, ihm sollen wir helfen. Wo sind wir? Verdammt, hier ist aber schon ein bisschen trostlos. Ist wohl eine Art Gefängnis oder so. Ist da irgendjemand? Ah, wer ist da? Es ist ein verdammter Frosch, noch einer! Noch einer? Willst du damit sagen, dass noch jemand mit meinem Fluch geschlagen wurde? Ehrlich gesagt wurden wir selbst verflucht und Frosche verwandelt, aber wir sahen nicht aus wie sie. Geht jetzt! Ihr müsst diesen Ort verlassen, es ist zu gefährlich hier. Wie, aber sie... Macht euch keine Sorgen um mich. Was ist los? Sind sie verletzt? Oh, Oliver, wir müssen etwas unternehmen. Unternehmen doch selbst was! Ja, wir müssen ihm helfen. Vielleicht kann ich diese Tür mit Magie öffnen. Probieren wir es mal. Probieren mal. Mit Gemütlichkeit. So. So, in den triefenden Tiefen. So, hi. Schauen wir mal. Schloss öffnen.
Was macht ihr denn? Lasst mich bitte alleine, ich flehe euch an. Warte mal, sind Sie etwa... Sind Sie der Froschprinz? Du weißt, wer ich bin, aber woher? Aber wie ein Prinz sieht er nicht aus. Der Froschprinz der Wüste. Das sind doch Sie, oder? Der, der sein Königreich und mit ihm seine Prinzessin verlassen hat. Ah, woher? Wovon redest du da, Esther? Willst du uns vielleicht durcheinander bringen oder so? Es braucht nicht viel, um dich durcheinander zu bringen, Sven. Ich bin nur etwas schockiert, okay? Über was denn? Dass du doof bist? Ich hätte nicht gedacht, dass wir einem Prinzen aus einem Märchen begegnen würden. Bitte doof? Aus einem Märchen? Ah, ich verstehe, daher kennt ihr mich also. Lasst mich nachdenken. Ah ja, ich erinnere mich. Na fein, passt gut auf. Vor sehr langer Zeit, noch ehe die Väter unserer Vorväter geboren waren, gab es ein helles Königreich. Und in diesem Königreich lebte ein stattlicher und kühner junger Prinz, der vom ganzen Volk geliebt wurde. Aber eines Tages wurde das Königreich von einer riesigen Schlange angegriffen, welche alle in Furcht versetzte, die sie erblickten. Eine entsetzliche Kreatur. Der Prinz befand, er müsse, um die Schlange zu besiegen, einen gewissen geheimnisvollen Trank zu sich nehmen. Doch kaum hatte er die teuflische Tinktur getrunken, verwandelte sich der Prinz sogleich in einen Frosch. Was? Warum sollte er einen Trank geschlucken, der ihn in einen Frosch verwandelt? Ein Frosch hat doch keine Chance gegen eine Schlange. Nee, nicht wirklich. Ich bin noch nicht fertig mit der Geschichte. Ich habe doch gesagt, dass ihr aufpassen sollt. Keine dummen Zwischenfragen, bitte. Sie sieht, deswegen mag ich sie nicht. Sie ist einfach doof. Nun, wo war ich? Ach ja, er hatte beschlossen, ein Frosch zu werden, weil er die Schlange in Sicherheit wiegen wollte, indem er zu einer ihrer Lieblingsspeisen wurde, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Entschuldige bitte, fahr fort. Und so verwandelte der Prinz sich in einen Frosch. Er hatte nämlich einen Plan. Die Schlange sollte nicht widerstehen können und ihn auffressen, worauf er sich von ihnen angreifen können. Alles verlief nach Plan. Die Schlange verschluckte ihn und es versetzte ihr auch ihren Todesstoß. Doch leider vermochte der Prinz, sich nicht wieder zurückzuverwandeln. Was er auch versuchte, er blieb ein hässlicher Frosch. Das betrübte ihn sehr. Er machte sich ob seiner Dummheit schwere Vorwürfe. Er schwor, sich vor der Welt zu verbergen. Der Prinz war allerdings mit einer wunderschönen jungen Prinzessin zusammen. Er hatte ihr zwar versprochen, dass sie auf ewig zusammen sein würden. Aber er war, wie vom Erdboden verschluckt, seit er losgezogen war. Er schien, als kehre er niemals zurück. So suchte die Prinzessin die Gruft auf, wo der Prinz die Schlange gezwungen hatte und weinte um ihn. Und dort blieb sie und wartete auf ihren Prinzen, obwohl sie wusste, dass er niemals kommen würde. Und sie wartete bis zum Tage, Ende ihrer Tage. Du sagst, sie hat gewartet. Wie ich sehe, ist wirklich ein Märchen daraus geworden. Oh, das ist aber eine traurige Geschichte. Die Geschichte bekommt jedes Mädchen in Vancouver erzählt, wenn es jung ist. Und alle wissen, wenn sie die Geschichte zum ersten Mal hören. Du sprichst darüber, als handelt es sich um eine erfundene Geschichte. Oh, es tut mir leid, Prinz Hakim. Prinz Hakim, es ist so lange her, dass mich jemand beim Namen genannt hat. Nun denn, soll ich euch das letzte Kapitel eures Märchens erzählen? Das letzte Kapitel? So ließ der Prinz die Prinzessin zurück und wandte sich vom Königreich ab. Der Name der Prinzessin war übrigens Jasmin. Sie war die Liebe seines Lebens und doch verließ der Prinz sie. Viele Jahre vergingen und der Prinz blieb ein Frosch, nur um zu seiner Verzweiflung festzustellen, dass er nicht sterben konnte. Er sollte auf ewig als Frosch leben. Selbst als sein Königreich längst zu Staub geworden war. Es ist ja furchtbar. Ich muss leiden, aber das ist nichts gegen den Schmerz, den ich meiner geliebten Min zugefügt habe. Ich denke manchmal, dies ist eine gerechte Strafe. Aber warum seid ihr in dieser Zelle, eure Hoheit? Diese Schlange, Apep. Er ist zurück. Jemand hat ihn wieder zum Leben erweckt. Schara. Ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die ein uraltes Monster wieder zum Leben erwecken können. Ja, da fällt mir nur einer ein. Du meinst Shada? Apeps Rache ließ nicht lange auf sich warten und so wurde ich hier eingekerkert. Wer kann schon sagen, wie lange er mein Leben noch aufrechterhalten will? Habe ich noch nicht genug gelitten, so zu bleiben ohne meine Geliebte? Oliver, gibt es denn keinen Zauber, mit dem du dem Prinz Hakim mir zu seiner alten Gestalt verhelfen kannst? Du meinst etwas, was den Fluch aufhebt, der ihn in einen Frosch verwandelt hat, hä? Wart mal eine Minute, Mann. Warum nehmen wir dafür nicht den magischen Kreis, der unseren Froschfluch aufgehoben hat?
Hast recht, er hat bei uns funktioniert. Dann funktioniert er vielleicht auch bei ihm auch. Aber ihr habt doch gewiss nicht denselben Trank der Formwandlung getrunken und den ich getrunken habe. Nun, es war kein Trank, nein. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Kommt schon, Herr Hohl, versuchen wir es mit dem magischen Kreis. Können dieser Tempel wahrlich solche Magie bergen? Und was, wenn ich wieder zu einem Menschen werde? Welchen neuen Qualen hielt Apep für mich bereit? Denkt über so etwas nicht nach, Eure Hoheit. Wir müssen es zumindest versuchen. Kommt mit, wir bringen euch direkt zum magischen Kreis. Ach, ist das so aufbrausend. Ich kann sie nicht leiden. Absolut nicht. Wo war der magische Kreis? Ja, geradeaus war er. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Prinz Hakim, das ist der magische Kreis, der unseren Fluch aufgehoben hat. Ein magischer Kreis könnte so etwas auf mich tatsächlich dieselbe Wirkung haben? Ich glaube nicht. Naja, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ja, ihr habt recht. Stell dir auf, dann sieht man schon. Es wird aber nichts passieren. Was? Das verstehe ich nicht. Er steht genau wie wir damals im magischen Kreis, aber nichts passiert, weil er nicht so verflucht worden ist wie wir, Esther. Wir wurden von einer Statue verflucht. Er hat einen Trank getrunken. Das ist ein kleiner, feiner Unterschied. Sei doch nicht so naiv. Der arme Kerl ist seit tausenden von Jahren so. Wir waren nur ein paar Minuten lang verflucht. Es tut mir so leid, Prinz Hakim. Ich wollte euch keine falschen Hoffnungen machen. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Damit habe ich gerechnet. Ich glaube nicht, dass der Fluch gebrochen werden kann, solange Apep noch lebt. Er nutzt ohne Zweifel seine eigene verderbte Magie, um dessen Medium zu festigen. Na dann, ist ja wohl klar, was wir jetzt zu tun haben, oder? Treppchen hat recht, es gibt nur eine Lösung. Gewiss nicht, ihr wollt doch gewiss nicht Apep gegenübertreten. Das wäre äußerst waghalsig. Ich werde euch helfen. Ich muss... Nein, ihr könnt mich nicht mit ihm kämpfen, Prinz Hakim, nicht mit solchen Verletzungen. Keine Sorge, Prinz Hakim, wir können auf uns zählen. Wir werden Api besiegen und euren Fluch aufheben. Ich glaube euch. Etwas an euch lässt mich glauben. Na, das freut mich aber, dass du an uns glaubst. Apep lauert tief in diesen Ruinen. Ich werde euch zu ihm bringen. Okay. Dann sperr mal die Tür auf, bitte. Wo ist denn er? Ich wette, der wird nicht so weit sein. Ich glaube, dass der hinter der Tür sein. Aber hier ist doch die Tür. Hey, warte, hier steht was drauf. Vielleicht muss die Tür mit einem Schlüssel öffnen, aber in diesen Ruinen gibt es keinen Schlüssel, da bin ich mir sicher. Aber im Moment in meiner Zelle stand etwas geschrieben. Ich frage mich, ob es eine Art Hinweis war. Zwei Freunde hüpfen hin und her, einmal hier, einmal da. Aber noch mehr, ich weiß es genau. Vielleicht müssen wir diese Worte entschlüsseln, um die Tür zu öffnen zu können. Hm. Hier irgendwo ein A drinnen. Das, aber ich glaube nicht. Doch, es ist der Drahtzieher. Was mache ich mit dem Drahtzieher? Ich habe keine Ahnung. Es hat jedenfalls nichts gebracht. Deswegen gucke ich mir mal die Hinweise an, die sie da unten geschrieben haben. Wenn ich sie finde. Waren sie in seiner Zelle vielleicht? Ach Gott. An der Wand hier drüben steht was geschrieben, Mann. Zwei Freunde hüpfen hin und her. Einmal hier, einmal da. Oh, da ist noch mehr. Der eine springt stets vor dorthin, wo der andere zuvor war. Das verstehe ich nicht, Mann. Ich auch nicht. Ich bin kein guter Rätselmeister. Das war ich noch nie und werde ich auch nie sein. Und ich hasse solche Rätsel. Okay, wir versuchen jetzt was. Wenn das nicht funktioniert...
Dann muss ich mich auch so schlau machen. Weil dann habe ich echt keinen Plan. So. Nein! Och, ich bin so doof, ne? Ich wollte die andere haben. Drahtzieher, bitte. Nein, ich will die andere. So. Nein, bleib doch da stehen. Die geht dahin. Ich verstehe das jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es absolut nicht. Was soll das heißen? Ich kann hier im Kreis herumschieben, wie ich möchte, aber es bringt mir noch gar nichts. Naja, gut. Ich werde mir das Ganze auch so ansehen und eventuell muss ich mir einen Lösungsweg suchen, weil ich keine Ahnung. Ich kann mit solchen Rätseln überhaupt nichts anfangen. Überhaupt nicht. Ich bin kein Rätselmeister. Also gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge von Ni No Kuni und in der nächsten Folge werden wir Apep besiegen. Ich wollte es nicht in dieser Folge noch machen, aber dann kam dieses Rätsel. Also vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.